Hallo zusammen. Heute gibt es leckere Zitronencupcakes gefüllt mit Lemon Curd. Für den Teig benötigt man 200 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Backpulver, 115 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 2 Eier, eine Prise Salz, 1,5 Teelöffel Vanilleextrakt, 125 Gramm Joghurt und den Saft einer halben Zitrone. Für die Füllung und für das Topping benötigt man einen halben Teelöffel Lemon Curd pro Cupcake, 240 Milliliter Sahne, ein Esslöffel Zucker und nochmal 2 bis 3 Esslöffel Lemon Curd. Und los geht's! Das Mehl wird in eine Schüssel gesiebt und der Zucker und die Prise Salz werden dazugegeben. Der Teig wird mit einem Handrührgerät oder mit der Küchenmaschine vermengt. Dabei werden nach und nach die Eier, das Vanilleextrakt, die zimmerwarme Butter, der Zitronensaft und der Joghurt hinzugefügt und untergerührt. Fettet euer Muffinblech gut ein oder legt es mit Papierförmchen aus, dann wird der Teig gleichmäßig auf die Förmchen verteilt. Die Muffins müssen nun für 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen gebacken werden. Mit einem Holzstäbchen könnt ihr überprüfen, ob die Muffins fertig sind. Wenn die Muffins abgekühlt sind, könnt ihr mit einem schmalen, länglichen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Löffelstiel, ein kleines Loch in die Muffins bohren. Das Loch wird dann mit dem erfrischenden Lemon Curd gefüllt. Wenn euch interessiert, wie man Lemon Curd herstellt, dann klickt hier. Zuletzt geht es an die Zubereitung des Toppings. Dazu wird die Sahne mit dem Zucker und ein wenig Lemon Curd steif geschlagen. Die Zitronensahne könnt ihr mit Hilfe eines Spritzbeutels auf die Cupcakes spritzen. Wenn ihr keinen Spritzbeutel zur Verfügung habt, kann man die Sahne auch mit Hilfe eines Messers auf die Cupcakes streichen. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.